auch wenn meine Amtsbezeichnung es nicht umfasst, ich bin auch für die deutschen Minderheiten zuständig, also für diejenigen, die verblieben sind, für Nordrhein-Westfalen. Im Zuge dessen war ich vor einiger Zeit mit einer Delegation des Ministeriums für Kultur und Wissenschaften Nordrhein-Westfalen in meiner Funktion als Landesbeauftragter in Siebenbürgen, im heutigen Rumänien. Und dort in Siebenbürgen natürlich unter Einbindung der Landsmannschaft der Siebenbürgen, auch das steht im Koalitionsvertrag, das gehört sich so, dass man nicht alleine fährt, sondern natürlich die Vertreterinnen und Vertreter der Landsmannschaft mitnimmt, weil sie ja das Bindeglied auch zu den Verbliebenen darstellen, habe ich unter anderem Kronstadt, Schäßburg, Deutsch-Weißkirch und Hermannstadt besucht. In Hermannstadt habe ich unter anderem mit der Bürgermeisterin gesprochen. Wie Sie wissen, ich weiß es auch, ich erwähne das aber nochmal, seit dem 12. Jahrhundert haben dort Deutsche gesiedelt. Seit dem 12. Jahrhundert. Auch das muss man hier und da mal in Erinnerung rufen, wie unterschiedlich auch die Besiedlung im historisch deutschen Osten ist, auch von den Zeitpunkten. Und habe dort mit der Bürgermeisterin gesprochen, die der deutschen Minderheit angehört. Es reden noch rund 0,5% der Einwohnerinnen und Einwohner von Hermannstadt sind Deutsche oder gehören der deutschen Minderheit an. Die Bürgermeisterin ist aber mit großer Mehrheit und somit auch von den Rumäninnen und Rumänen zur Bürgermeisterin gewählt worden und ist damit Nachfolgerin des Staatspräsidenten Iohannis, der ja auch der deutschen Minderheit angehört. Und mir fiel erstmal sehr positiv ein, das war in Kronstadt so, das war in Schäßburg so, aber eben auch in Hermannstadt, Eingangsschild, Ortsschild, dreisprachig. Sibiu für die rumänische Bezeichnung, Hermannstadt als deutscher Name und Nacsicem für die Ungarn, die ungarische Bezeichnung. Und das zog sich wie so ein roter Faden durch, und das gehört ja auch zu den europäischen Minderheitenrechten, dass auf Ortseingangsschildern entsprechend die drei geläufigen Namen je nach Länder, je nach Besiedlung genannt werden. Und selbstverständlich hat mir die Bürgermeisterin auch ein Geschenk mitgegeben. Ich hatte natürlich auch ein Geschenk, einen Reiseführer Hermannstadt, wo klein drunter steht Sibiu. Und ich war zwei Tage vorher da, bevor der EU-Gipfel begann. Dort war ja der Gipfel der Regierungschefs aus der Europäischen Union. Habe mir das mit großem Interesse danach in der Tagesschau angeguckt. Und wie selbstverständlich wurde in dieser Tagesschau-Sendung dann immer wieder von Sibiu gesprochen. Sibiu, Sibiu, Sibiu. Ja, das ist der rumänische Name. Aber der offizielle deutsche Name, der ja auch was mit der Besiedlung im 12. Jahrhundert zu tun hatte, also in einem geschichtlichen Kontext steht, der offizielle deutsche Name ist Hermannstadt. Man hat ihn noch nicht mal unten eingeblendet, da hätte man ja noch drüber reden können. Ich war sehr überrascht, denn als Hermannstadt Kulturhauptstadt vor wenigen Jahren war, wurde in der Tagesschau und in anderen Sendungen natürlich von Hermannstadt gesprochen. Weil das natürlich auch in der Geschichte und touristisch für diese Region, wo sich sehr viele deutsche Firmen niedergelassen haben, von äußerster Wichtigkeit ist. Hier wurde dieser deutsche Name für die Stadt geflissentlich übergangen. Und ich habe mir dann so überlegt, nachdem ich mal in die anderen Nachrichtensendungen geguckt habe, war das durchaus unterschiedlich. In einigen Sendungen wurde wie selbstverständlich von Hermannstadt gesprochen, in den öffentlichen, rechtlichen aber weitgehend von Sibiu. Da habe ich gehört, okay, dann werden Sie konsequenterweise, wenn nächste Mal eine Messe stattfindet, in Mailand von Milano sprechen. Oder vielleicht ist es demnächst auch so, dass wenn ein Italiener die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt und der ist in Rom geboren, wird in dem deutschen Pass dann Roma eingetragen. Mitnichten. So wird es nicht sein. Aber ich finde, damit fängt ein Stück Geschichte an, auch die Namen zu transportieren, die üblich sind. Und hier ist es sogar ein Stück rechtliche Verbindlichkeit gegeben. Das ist kein Umgangsname, sondern der deutsche Name für Sibiu ist Hermannstadt, und ich finde, den kann man dann auch so benennen, im Interesse auch der Geschichte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das hat übrigens nichts damit zu tun, dass man in irgendeiner Weise in Frage stellen will, dass Siebenbürger heute zu Rumänien gehört. Es gehört für mich eher in dem Kontext, wie will ich geschichtliche Fakten in die Zukunft transportieren?
Und das wird doch immer schwieriger, wenn ein deutscher Name dort in Vergessenheit gerät. Wie will man dann später der nachfolgenden Generation erklären, dass, und ich habe das erwähnt, bereits im 12. Jahrhundert dort Deutsche gesiedelt haben? Ich erlaube übrigens über die Anmerkung, ich bin zurzeit sehr viel unterwegs, in Bezug auf Veranstaltungen bei den Deutschen aus Russland. Wenn man dann vor Schulklassen erwähnt, dass Katharina die Große gebeten hat, dass sich Deutsche dort an der Wolga ansiedeln, dass viele Fragezeichen in den Gesichtern der Schülerinnen und Schüler zu sehen sind, und das ist kein Vorwurf an die Schülerinnen und Schüler, aber für mich ein Stück Auftrag, dass das, was unsere Schulministerin auch plant, diese geschichtlichen Fakten wieder im Unterricht vermittelt werden müssen, eine ganz wichtige Sache ist, und dass, wenn man über Katharina die Großen spricht, eben dann auch ihren Aufruf an die Deutschen, vor allen Dingen in Baden-Württemberg oder in Württemberg damals ergangen ist, sich an der Wolga entsprechend anzusiedeln, dass sie regelrecht eingeladen worden sind, zu helfen, dort diese Region mit aufzubauen. Meine Damen und Herren, ein zweites Beispiel, das auch zeigt, es gibt noch viel zu tun. Vor einiger Zeit lief ein Dreiteiler im Fernsehen mit dem Titel Unsere Mütter, unsere Väter. Im ZDF. Haben viele vielleicht auch von Ihnen gesehen, dort wurde die Geschichte beschrieben, von 5, 6 jungen Menschen in den Wirren des Krieges, welchen Weg die gehen. Spielte 41, 42, 43, dann spielte der letzte Teil in 44. Dort kam es zu Kampfhandlungen und dort unten war eingeblendet 1944 Gliwice, Polen. 1944. Auch hier wieder nicht die Klammer, der Spiegelstrich, Gliwice. Der Name Gliwice, den gab es übrigens dort noch gar nicht. Sondern es gab nur den Namen Gliwice. Kein Hinweis, keine Klammer, keine Erklärung. Und es war ein Film, der ja sozusagen eine geschichtliche Dimension, nämlich die Schrecken des Krieges, darstellen wollte. Das auch bei weitem Teilen sehr gut gemacht hat. Aber darüber bin ich gestolpert und nicht nur andere. Ich fand das nicht gut, nicht korrekt. Habe damals an das ZDF geschrieben, habe eine Antwort erhalten, deren Wortlaut hat mich noch mehr stutzig gemacht als der Fakt an sich. Denn der Wortlaut war, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Hendricks, Sie haben recht, zu diesem Zeitpunkt ist Gliwice Gliwice. Aber so viel historisches Detailwissen, wie Sie offensichtlich haben, können wir bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nicht voraussetzen. Also, da kann man nur den Kopf schütteln. Da kann man doch nur den Kopf schütteln. Ich weiß gar nicht, ob das historisches Detailwissen ist. Aber es gibt historische Fakten. Und historische Fakten sollte man beim Namen nennen. Wie gesagt, man hätte dort mit einer Klammer erklären, im Nachspann arbeiten können, aber nicht der Fall. Und deswegen entscheiden Sie selber. War das, was wir im Film gesehen haben, oder die Antwort entlarvender?